Hey, herzlich willkommen zu meinem ersten Stadionvlog hier auf YouTube. Heute spielt CD Tenerife gegen UD Las Palmas im Estadio Eliodoro Rodríguez López. Insgesamt passen da 22.824 Leute rein und seit 1925 ist das die Heimspielstätte von CD Tenerife. Sprich, es ist schon sehr, sehr lange das Stadion von denen. Und es ist auch kein kleines Stadion. Heute ist ein besonderes Spiel, es ist Derby! Tenerife und La Palma trennen gerade mal 120 Kilometer und sie gehören beide zu den Kanarischen Inseln. Dabei ist Tenerife definitiv die geilere und schönere Insel. Ich meine, ich bin jetzt hier auch am Strand. Es ist März, geiles Wetter, alles geil. Ich liebe die Insel sowieso. Für Tenerife läuft es aktuell sportlich nicht so gut. Letztes Jahr hat man knapp den Aufstieg in die erste Liga verpasst, indem er im Finale der Aufstiegsrunde knapp gegen Girona verloren hat. Dieses Jahr ist man jetzt nach 31 Spieltagen auf Platz 14 mit 38 Punkten. Der große Bruch ist halt, dass Las Palmas auf Platz 2 ist mit 58 Punkten und aktuell auf einem direkten Aufstiegsplatz ist, weil die ersten zwei steigen direkt auf und Platz 3 bis 6 geht dann in die Aufstiegsrunde und deswegen gilt es für Tenerife heute ganz, ganz wichtig, Las Palmas irgendwie im Bein stellen, damit sie eben nicht so leicht aufsteigen, weil es wäre halt eine Katastrophe, wenn die oben sind in Tenerife in der zweiten Liga, weil normalerweise ist Tenerife immer die bessere Mannschaft und oft auch in der ersten Liga. Ich freue mich ultra auf das Spiel heute. Mit 4 war ich das erste Mal dort im Stadion, mittlerweile auch sehr lange her, da ich dort war. Ich habe ultra Bock. Ich denke mal, es wird eine sehr gute Stimmung sein, sehr hitzige Stimmung. Und ich hoffe halt, dass es ein sehr geiles Spiel wird, wo auch Tenerife den Amarillos zeigt, wo der Hammer hängt. Ich bin jetzt noch am Strand, weil das Spiel beginnt erst um 17.30 Uhr und es ist erst 10 Uhr. Von daher werde ich jetzt noch ein bisschen am Strand chillen. Später gehe ich noch in die Wohnung, weil ich werde noch die erste Halbzeit von Waldhof Mannheim gucken. Und dann holt mein Vater mich und mein Bruder ab und dann geht es ab Richtung Norden und dann nehme ich euch wieder mit. Ich bin jetzt auf dem Weg in die Wohnung, war jetzt noch schnell Bier kaufen, weil wichtig. Im Stadion wird es nachher sowieso kein Bier geben. Das liegt nicht daran, dass es Derby ist, sondern liegt daran, dass in der ersten und zweiten Liga grundsätzlich Bier im Stadion verboten ist. Wer auch immer sich das überlegt hat, unsympathisch, deswegen erstmal Prost. Was natürlich sehr wichtig ist, ist, dass wir sehr geiles Wetter haben. Ich bin sowieso jemand, der sehr schnell friert, deswegen ich bin extrem froh, dass ich im T-Shirt und kurzer Hose ins Stadion kann, wenn ich dran überlege, dass ich am 25., also nächste Woche Samstag, beim Spiel Waldhof gegen Osnabrück bin. Was ein sehr geiles Spiel wird, also wenn ihr Zeit habt, kommt vorbei. Aber es werden halt 10 Grad wahrscheinlich wieder und ich werde wieder den Arsch abfrieren. Aber ja, dafür habe ich es heute schön warm. 25 Grad müssen wir ungefähr haben und ja, perfekt. Ich bin jetzt hier in der Nähe vom Stadion. Hier in der Nähe befinden sich dann auch die ganzen Ultras, die sich dann auch schon vorbereiten. Da hinten sieht man es vielleicht ein bisschen. Die werden jetzt dann auch alle demnächst Richtung Stadion laufen. Meine Karten habe ich auch gerade von einem Kumpel bekommen. Und jetzt geht es dann Richtung Stadion. Und auf jeden Fall jetzt erstmal auch noch ein, zwei Bierchen. Die Straßen füllen sich hier mittlerweile überall. Es wird immer voller und voller. Ich denke mal, es wird nachher auch eine sehr, sehr geile Stimmung. Bin mal gespannt. Ich habe jetzt endlich mein Bier. Ich freue mich jetzt auch auf natürlich wichtig, wenn gerade ein Stadion das Bier verboten ist. Ja, es war ein bisschen genauer, dass wir das Bier bekommen haben. Aber Ripper, die Person, die drin arbeiten müssen, weil es ist ultral stickig drin. Warm. Jetzt warten wir noch hier, bis wir nachher rein können. Und dann gehen wir ins Stadion rein. So, nur noch 20 Minuten bis Spielbeginn. Wir sind jetzt hier vor unserem Block. Haben noch ein bisschen Schlange vor uns. Und ja, gehen jetzt ins Stadion rein. Ist ja auch nicht später, deswegen müssen wir jetzt uns auch ein bisschen beeilen. Aber das passt schon alles. Also jetzt hier im Stadion angekommen. Erster Blick.
Sieht halt schon sehr geil aus. Da hinten sieht man auch die Gästefans von La Palma. Hier habe ich natürlich auch direkt die Polizei. Was halt sehr, sehr geil ist, man ist hier halt extrem nah am Platz. Weiß nicht, ob man das genau sieht. Aber man kommt hier sehr schön nah am Platz und sehr geile Sicht. Eigentlich wären wir genau da im Ultrablock, aber ich bin ehrlich, ich habe jetzt ehrlich gesagt wenig Lust, meinem Vater und meinem Bruder im Ultrablock zu sitzen. Ich habe die Karten von einem Kumpel, der ist dick bei den Ultras hier. Bin ich sogar bei den Hooligans, das habe ich jetzt noch nicht so ganz rausbekommen. Und jetzt genau zwischen denen zu stehen, weiß ich nicht. Von daher bin ich jetzt auch ein bisschen rechts. Ich hoffe, wir dürfen jetzt hier sitzen bleiben. Und ja, mal schauen. Auf jeden Fall, Stimmung ist schon mal gut. Das Wetter ist sowieso Bombe. Und ich freue mich jetzt auf ein geiles Spiel. Die Polizei setzt sich jetzt auch hier direkt vor uns hin. Ich weiß jetzt nicht, was deren Mission ist, weil bisher gab es noch keinen Stress. Aber die chillen da auf jeden Fall ganz gemütlich, können sich da schön in die Sonne setzen und freuen.
Halbzeit. Perfekt. Es könnte nicht besser laufen. 3:0 zur Halbzeit. Ich schätze mal, es wird jetzt auch nicht mehr passieren bis zur Halbzeit. Wir haben schon die 45. Minute. Sau, sau, geil. Weil man von denen halt jetzt auch 45 Minuten nichts gehört hat. Aber ja, scheiße gelaufen mit 3:0 zur Halbzeit, würde ich sagen. Die Partie geht jetzt gleich weiter. Wir starten noch in der Halbzeit. Ich habe mir jetzt so Mocarillo genommen, aber nicht Gesso. Nichts Besonderes. 6 von 10. Aber Hauptsache was zu essen. Übrigens, kleiner Tipp an alle Kiffer, falls ihr mal hier im Stadion seid, lasst die Joints zu Hause. Hier ist zwar krass legal, aber nicht im Stadion. Und hier wurden gerade ein paar Leute weggeführt, weil die eben hier gekifft haben. Deswegen lasst es. Ist 3-1 gefallen, da hinten gibt es jetzt auch gleich Stress. Aber gut, ist die 81. Minute. Sollte jetzt trotzdem nicht mehr allzu viel passieren. Das Tor kommt ein bisschen aus dem Nix. Teneriffa ist trotzdem mit Abstand die bessere Mannschaft. Noch 5 Minuten, dann ist das Ding over. Aber von Las Palmas kommt relativ wenig, also der Sieg ist jetzt nicht wirklich in Gefahr. Das ist kein Elfmeter, aber ich schaue mir nachher auf Wiederholung an. Aber Bruder, das war ja mal so ein mieser Elfer. Der Videoschiedsrichter und der schaut sich hier alles an. Also wird es jetzt gleich einen Elfmeter geben. Vitale! Und Videobeweis. Und es muss einen Elfmeter geben, also. Naja. Oh. Hey! Nochmal!
darüber 4-1 gewinnt, hätte ich niemals gedacht bei der Tabellenposition. Aber sau geil. Stimmung war auch richtig gut. Ich hätte eigentlich noch gedacht, dass die Spieler länger bei uns bleiben und wieder feiern. Aber die waren nur ganz kurz hier. Aber die Fans machen doch ihre eigene Stimmung und eigene Party. Die stehen auch jetzt am Rasen. Ich weiß nicht genau, was hier im Plan ist. Aber irgendwas werden die vorhaben. Und das war's in meinem ersten Stadionvlog. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Liken, kommentieren, abonnieren. Ciao, ciao.